Ich würde sagen, das Imkerjahr fängt so langsam an. Wir haben wieder Bienenflug, kommt auch schon Pollen. Mir ist bloß aufgefallen, dass an allen Völkern Bewegung ist, nur an einem nicht. Klopfprobe hat es auch schon nicht bestanden. Deswegen schauen wir da jetzt mal rein. Ich vermute, da wird nicht mehr viel los sein. Obwohl zuletzt, ich hatte ja zuletzt oder vor im Dezember die Bänder erst drauf gemacht. Da war noch alles schick. Ja, wie erwartet. Das war's. Im Futter lag es also schon mal nicht. Ein paar Bienchen drauf. Aber nichts, was irgendwie gravierend aussieht. Futter. Futter. Ach. Ein bisschen Futter, nicht so viel. Kristallisiertes Futter. Sieht man das? Auf der anderen Seite auch noch ein bisschen. Nicht mehr so viel. Hier ist nichts. Wieder ein etwas Futter. So viel. So, jetzt wird's interessant. Ein paar Bienchen. Schaut mal, was wir hier haben. Eine Weiselzelle. Also waren die wahrscheinlich dann noch weiselos. Ach nee, ja. Die ist geschlüpft. Die haben umgeweiselt. Das ist das Häufchen, was übrig geblieben ist. Das ist nicht viel. Hier, Weiselzellen ausgefressen. Schade, schade.
Königin sitzt auch nicht drauf. Liegt wahrscheinlich irgendwo da unten drin. Tja, da wird wohl meine Oxalsäurebehandlung die Königin getötet haben, so wie das aussieht. Jede Menge Weißelzellen. Also Spielnäpfchen hier. Das war's. Schade. Gut. Aber der komplette Rest ist bis jetzt durchgekommen. Passiert. Lassen wir uns nicht unterkriegen. Naja, was soll ich sagen? Entweder war es die Oxalsäurebehandlung, die die Königin nicht vertragen hat, oder die Varroa-Milbe war halt doch schneller. So ganz rauskriegen werde ich das jetzt nicht. Ja. Jedenfalls ist es ein Volk weniger. Shit. Okay, ich räume das jetzt alles zusammen. Bringe das zum Schmelzen. Oder werde das einschmelzen. Und dementsprechend den Platz freiräumen. Dann bauen wir uns wohl im Frühjahr wieder neu. Bis zum nächsten Mal.